Hallo, ich habe heute ein neues Video für euch und ich muss euch echt sagen, ich bin heute, also nach anfänglichem krantlig sein und schlechter, miese Laune, die ich heute hatte. Also ich hatte heute Vormittag echt kurzzeitig richtig miese Laune. Mein Mann kam vorhin heim und meinte dann so zu mir, das liegt daran, dass heute Vollmond ist und es ist ein ganz schlechter Vollmond, weil die Leute haben alle schlechte Laune und haben alle schlecht geschlafen. Es ist ein komischer Tag, habe ich gesagt, stimmt. Ist echt ein komischer Tag, also egal. Auf jeden Fall war die Post vorhin da und ich habe ein Päckchen bekommen. Ich habe ein Ostpäckchen bekommen. Früher hat man ja immer darauf gewartet, dass man ein Westpäckchen bekommt. Jetzt habe ich ein Ostpäckchen bekommen und bin tierisch happy drüber. Also Zeiten ändern sich. ja, ich habe ein paar Sachen aus Deutschland bekommen. Ich war Annette, ich. Oh, wir waren alle vier, ja, wir sind vier. Wir waren alle vier so happy. Es ist alles heil angekommen, bis auf drei Sachen. Da ist irgendwie nur die Verpackung ein bisschen aufgegangen, aber das macht nichts, haben wir zugemacht. Kaiserschmarrn gab es heute gleich direkt Mittag und die Kinder freuen sich morgen auf Schokopudding. Also wir sind einfach nur super happy. Vielen Dank. Ich schreibe dir dann noch eine Mail. Und ja, wir haben uns tierisch gefreut. Es hat gerade so in den Briefkasten gepasst. Jetzt werdet ihr euch fragen, wieso gerade so, weil unsere Briefkästen sehen ein bisschen anders aus. Die sind nur so, also so hoch ungefähr. Und das Päckchen war auch so hoch. Und ja, die sind halt ziemlich nach hinten lang. Aber ja, unsere Postbriefkästen sehen eh komplett anders aus. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie die aussehen, dann schreibt mir das doch mal. Und ja, das jetzt dazu. Deswegen habe ich jetzt wieder gute Laune. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt mache ich das Video noch. Und ja, ich sage euch jetzt, worum das Video geht. Und zwar, ich habe mir vor 2 oder 3 Wochen überlegt, ich möchte die Sleek Palette haben, und zwar die Storm, die Nummer 578, also diese Storm Palette von Sleek. Und bei uns, also man kann ja irgendwie Sleek überall kaufen oder was, und bei uns war das aber ausverkauft. Und ich habe dann über mehrere Wochen geguckt und es war immer ausverkauft, es kam auch irgendwie nicht wieder, also habe ich bei eBay geguckt und habe die in England gefunden und habe die gekauft. Ich habe auch nicht sehr viel mehr bezahlt. Also normalerweise, ich habe mit Versand 13 Euro bezahlt. Und letzte Woche kam sie dann auch. Und ich habe, ich war erst ein bisschen überrascht über die Größe von den Pfändchen, die drin sind. Ich dachte, die wären größer, aber das geht mir jedes Mal so. Das ging mir schon mal der 88er Palette so, dass ich mir dachte, die wären weiß der Geier wie groß. Und dann guckt man das an und denkt sich so, okay. Viel kleiner, aber macht ja nichts. Ich habe die von meiner Tochter retten müssen, sonst hätte sie die wieder komplett auseinandergenommen. Und ja, ich habe sie getestet und ich finde die Qualität einfach total genial und die Haltbarkeit total genial. Und deswegen dachte ich, ich review für euch die doch einfach mal. Also wer schon immer damit mit dem Gedanken gespielt hat, sich die zu kaufen. Vielleicht, keine Ahnung, immer noch gedacht hat, ja, brauche ich das überhaupt, weil ich meine, es ist eh so, man hat eh so viel Kosmetik und eine Palette sind halt dann doch immer so viele Farben oder so viele Sachen gleich auf einmal. Und ich überlege bei Paletten prinzipiell immer, brauche ich nicht, weil ein einzelner Lidschatten, okay, den kann man vor sich selber rechtfertigen, aber eine Palette halt meistens dann so, ja, okay, aber bei dem Preis, okay. Also, ich zeige es euch jetzt ganz kurz, und zwar ist das die hier, die kam in so einer Plastikverpackung. Ich habe es euch jetzt unter reingetan. Ich habe die ganze Zeit schon benutzt und natürlich ohne Plastikverpackung, weil es wäre auch dumm. Ja, so sieht sie aus. Ist einfach diese schwarze Verpackung und die hat hier so, ich weiß nicht, kennt ihr das, erkennt ihr, Sleek draufstehen. Und da hinten steht dann, was es ist. Die Divine Storm Palette, Mineral Based Eyeshadow Palette. Which is awesome. Awesome. Ja, dann machen wir das ganze Dingens doch mal auf. Dann, ja, ich hoffe, ich blende euch jetzt nicht mit dem Spiegel. Weil er hat hier, seht ihr das, so einen großen Spiegel. Ja, sie, Palette, sie. Und dann ist hier so ein Dingens da drauf, so ein Plastikdingens zum Abdecken. Dann kommt das Ganze hier mit so einem Schwammpinsel, den benutze ich aber irgendwie eher nicht. Also ich komme mit den Dingern nicht zurecht. So, und dann haben wir hier die Palette. Ich halte euch den Spiegel zu, sonst blendet das von hier, seht die Kamera und das ist awkward und ich weiß nicht.
seht ihr das, diese tollen, super genialen, super geilen Farben. Also das ist jetzt ja eher so diese neutrale Palette. Und wie ihr wisst, ich liebe neutrale Farben. Ich mag Schimmer total gern und ich mag Farben, die gut pigmentiert sind. Liebe ich über alles. Also ja, absoluter Brüller, diese Palette. Und in der Palette sind, glaube ich, wartet mal, eins, zwei, sind drei matte Farben. Das ist einmal so dieses dunkle Braun, dann haben wir hier diesen helleren, ist das ja, diesen helleren Braunton und natürlich das Schwarz ist matt. Ich brauche jetzt nicht so viel Schwarz, von daher ist egal. Ja, ansonsten haben wir halt hier so die helleren Farben in der Reihe. Boah, das steht bald drauf. Die obere Reihe sind eher die helleren Farben, ist auf der Abschluss. Und dann haben wir hier diese dunkleren Grün, Blau, Töne. Ach, seht ihr das? Ich hoffe, ich sehe das. Blau, Grün, Braun, Schwarz, Töne. So. Und ich finde das Muster, also wenn man sich das Muster anguckt, ich finde das total lustig. Am Anfang dachte ich so, ja, okay, vom Muster her hätte ich jetzt gewettet, dass sie so ziemlich hart und krümelig und sowas sind zum Auftragen. Und dann bin ich einfach mit dem Finger drüber gegangen. Und ich zeige euch das jetzt ganz schnell. Dann gehen wir den ersten. Und es ist butterweich. Ja. Und das ist jetzt der Swatch davon. Ich finde die Pigmentation irre genial. Man braucht wirklich so wenig von diesem Lidschatten. Ja, das ist ein Swatch. Das ist sowas von ohne Worte. Ich kriege mich da irgendwie die ganze Zeit schon nicht mehr ein. Ich liebe es, diese Palette zu benutzen. Und Leute, für 13 Euro, also mit Versand 10 Euro ohne. Was willst du da mehr? Da kannst du ja nichts falsch machen. Auch der zweite. Das ist so ein genialer, generell auch fürs Lid und für als Highlighter so ein bisschen, kann man den super genial gebrauchen. Also ich finde die einfach nur Hammer. Den da. Und welchen ich auch total cool finde, den habe ich euch gezeigt in meinem Smoky Eye. Das ist dieser, ich zeig's euch wieder, dieser Graublauton. Und schaut euch einfach mal, ich bin einmal gerade drüber gegangen. Einmal. Das ist so eine Pigmentation, die findet man so, so selten irgendwie und bei MAC oft überhaupt gar nicht. Was schade ist. Seht ihr das? Ist das nicht eine absolute... Ach. Und dann dieser Schimmer von diesen Farben. Und der bleibt ohne Witz. Also ich mache halt nur meine normale Base drunter. Ich nehme die Urban Decay Primer Potion meistens oder halt den... Painterly Paint Pot von MAC und das Zeug hält Bombe. Das hält 8, 12 Stunden, 10, 12 Stunden. Je nachdem, wie lang mein Tag ist. Und der Glanz, der Schimmer, den diese Farben haben, der bleibt komplett den ganzen Tag der gleiche. Also irgendwie, es zieht sich nichts zusammen, es krümelt, fängt nicht an zu krümeln. Was man ja normalerweise oft mal so ein bisschen hat, dass über den Tag, dann werden die Lidschatten so, gerade am Abend, wenn ich aufs Auge irgendwie aufs Lid oft drauf gucke, so nach, ich weiß nicht, also ja, vielleicht 10 Stunden oder sowas, gerade viel bei MAC-Lidschatten auch. Dann hat man so das Gefühl, man kennt diese Pudrigkeit von dem Lidschatten, wo halt am Morgen, wenn man es drauf macht, immer so schöner, der gerade bei Metallic-Sachen, so der schöne Schimmer und der Glanz da war. Und der geht ja auch eine ganze Weile. Ist ja auch alles in Ordnung. Mag ich ja, bin ich ja auch total begeistert von. Aber es ist halt oft so, dass dann eben am Abend so, ich weiß nicht, Abend, ich mache es meistens morgen um 8 oder so, schminke ich mich und am Abend dann so gegen 7, 8, wenn man drauf guckt, dann sieht man dieses Puder so sich bilden von dem Lidschatten und hat halt das Gefühl, man müsste nochmal drüber gehen. Und ohne Witz, jetzt hätte ich gesagt, ohne Scheiß, jetzt habe ich es gesagt, egal. ohne Witz, bei denen nicht passiert. Absolut nicht passiert. Die sahen am Abend genauso aus wie am Morgen. Also es ist eine extrem geniale Qualität. Und auch diese matten Lidschatten, da, seht ihr den? Der ist genauso, das ist so ein, also vor allen Dingen, was ich auch dazu sagen muss, ich finde, das sind eine der wenigen Lidschatten, die aufgetragen genauso genial aussehen wie im Pfännchen. Teilweise noch besser, aber trotzdem, man bekommt schon diese Idee, die man bekommt, wenn man den Lidschatten anschaut, die von der Farbe her, die ist dann beim Auftragen eigentlich so ziemlich die gleiche, was ja oft bei vielen Lidschatten nicht so der Fall ist. Und manchmal schaut es im Pfännchen doof aus und dann aufgetragen toll oder manchmal sieht es im Pfännchen total super aus.
Ich habe einen Lidschatten von Mac. Wie heißt der? Das ist so ein. Ich glaube, der heißt Swish. Und das ist so ein Lidschatten, der sieht so schön, die Farbe ist so schön im Pfännchen und aufgetragen, das geht überhaupt gar nicht. Der Krümel, der hat Fallout, der hat kaum Farbabgabe. Und das ist absolut nicht der Fall mit diesen Lidschatten. Seht ihr diesen braunen Ton? Ich kann euch jetzt die Palette nochmal dagegen halten. Ich hoffe, das geht alles ins Bild. Seht ihr diesen Vergleich von dem Pfännchen zum Swatch? Ja, auf jeden Fall, wer mit dem Gedanken spielt, sich eine Sleek-Palette anzuschaffen, Leute, spielt nicht nur mit dem Gedanken, macht's einfach. Ihr könnt nichts falsch machen, ihr könnt absolut nichts falsch machen mit diesen Paletten. Und eine Sache, die ich auch noch obergenial finde, ist die Größe von diesen Dingern. Auch wenn ich am Anfang gedacht habe, die Pfännchen sind relativ klein, aber gerade dadurch, dass sie eben nicht so riesig sind, man kann diese Palette in jede Kosmetik-Schminktasche mit reintun. Man kann die überall mit hinnehmen. Die hat so ein geniales Format. Ich meine, so ziemlich in jeder Handtasche, selbst wenn man nur so eine kleine Klatsch hat. Ich finde das so genial. Und ich liebe Anfixen. schaut einfach bei Sleek vorbei, schaut euch die Paletten an, die haben jede Menge, die haben Knallfarben, die haben natürliche Farben, die haben matt, die haben Metallic, die haben eigentlich so ziemlich alles, was man gerne an Make-up haben kann. Die Original gefällt mir auch noch sehr gut, aber ich bin mit der halt sehr, sehr zufrieden und es sind 12 Farben drin, reicht auch dicke, ich meine, wenn dann einer sagt, ich hätte gerne noch so ein paar buntere Farben wie Pink und so Zeugs, dann guckt da mal noch nach und dann habt ihr 2 und dann seid ihr eigentlich gut. Also kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Schaut bei Sleek vorbei, schaut euch an, was sie haben. Die haben, glaube ich, auch noch Blush und Zeugs. Wurde ich heute wieder darauf aufmerksam gemacht. Das ist ja auch überhaupt nicht gut, mich darauf aufmerksam zu machen, dass es da noch mehr gibt. Ich war fokussiert auf die Palette. Ach, übrigens, die Palette, jetzt wo ich sie habe, gibt sie es auch wieder bei uns. Was gut ist, falls sie mir mal ausgeht. Ja, das ist eigentlich so ziemlich alles, was ich dazu sagen kann. Also könnte ich euch noch 3 Stunden voll schwärmen und voll zuzeln damit und euch erzählen, wie toll die Palette ist. Aber ich glaube, das habe ich so auch rübergebracht. Außerdem habe ich Hunger, ich möchte etwas essen und ich mag meinen Tee trinken. Und wenn ihr irgendwas habt, was ihr euch wünscht, was ich mache, also keine Ahnung, ein bestimmtes Tutorial oder irgendwie ein Haartutorial, sagt mir irgendwelche Frisuren oder sowas, die ich für euch tutorialen soll, euch vormachen soll. Oder irgendwelche, keine Ahnung, soll ich euch noch was von Amerika erzählen, von meinem Alltag, von guten Sachen, von schlechten Sachen, von Dingen, die ihr in Deutschland gar nicht haben wollt, von Serien oder was der Geier was, mein Alltag, was interessiert euch, schreibt mir einfach mal, ja, was euch interessieren würde und worüber ich ein Video machen soll. Und dann mache ich das. Ich will mir jetzt eine neue Kamera kaufen. Ich werde sie mir heute nochmal anschauen. Mal schauen, ob es dann draußen besser klappt, weil ich habe euch ein paar Sachen in San Francisco aufgenommen. Da war ich am letzten Sonntag. Das werde ich jetzt im Laufe der Zeit zusammenschneiden. Da sind ein paar gute Sachen dabei. Leider hat meine Kamera sehr viel verwackelt, was zu Kotzanfällen hinterm PC führen würde. Das muss nicht sein. Und deswegen, ja, ich werde euch die besten Sachen zusammenschneiden, ein paar Bilder mit dran hängen. Könnt ihr euch drauf freuen. War wirklich schön, wir hatten tolles Wetter. Okay, also ich höre jetzt auf zu babbeln, weil sonst wird das Video wieder irgendwie 20, 30 Minuten lang und dann seid ihr irgendwann so genervt davon und ja, ich höre jetzt einfach auf zu babbeln. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.